Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zur Giveaway Osterverlosung Nummer 8 und wir starten gleich Giveaway Nummer 9 hinterher. Ja, hier gibt es alle 14 Tage momentan so einen Rhythmus. Hier haben wir ja noch das Osterei stehen von Ostern und tja, was da drin ist, wird nicht verraten. Das ist halt so an Ostern, ne? Da werden halt die Ostereier versteckt und man weiß noch nicht, was drin ist, bis man es auspackt und auch das wird erst der Gewinner zu Hause erfahren, was er denn da Schönes mit der Post geschickt bekommt. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir holen uns alle schnell noch einen Kaffee und gehen mal sofort zur Verlosung und dann schauen wir, was wir im weiteren neuen Giveaway auf die Reise schicken können. Also, Kaffee und los geht's, Freunde. Ich glaube, diesmal lief es wieder ganz gut und wir sollten die 200er Marke vielleicht geknackt haben. Ja, genau 200 gültige Kommentare. Das ist der Hammer. Und das Überraschungs-Osterei geht an. Bam. Heiko Görgen, frohe Ostern, bin auch dabei. Also Heiko Görgen, herzlichen Glückwunsch. In meiner Kanalbeschreibung ist meine E-Mail-Adresse, schreib mir bitte eine Mail, dann geht die Tage die Post an dich raus. Heiko Görgen, herzlichen Glückwunsch. Ja, Freunde, kurz ohne schmerzlos, Heiko, herzlichen Glückwunsch. In der Kanalbeschreibung, wie schon gesagt, schreib mir bitte eine Mail mit deiner Postanschrift, dann geht das die Tage nicht raus, aber ich werde es wahrscheinlich hier wieder rausnehmen, da kann ich es in einen kleinen wattierten Umschlag verschicken, weil in diesem Riesenei, da muss ich ein Paket draus machen. Also Heiko, du wirst zukünftig was Cooles im EDC dabei haben. Hier schon mal viel Spaß und immer schön dabei haben. Ne? Man weiß nicht, wann man das Zeug braucht. Man. So, dann gucken wir mal, was machen wir hier. Eine, das ist hier so eine Wundertüte, wie es früher, wisst ihr noch? Ich weiß nicht, ob das noch alle von euch kennen, aber die Eltern unter euch wahrscheinlich schon. Wir hatten am Ende der Straße, gab es so einen kleinen Tante-Emma-Laden. Goldie Alice hieß das Ding. Und da drin gab es natürlich auch Süßigkeiten, Comics und so. Da konntest du noch Kaugummi einzeln kaufen und sowas, für so viel Taschengeld, wie du halt irgendwie übrig hattest. Ne? So ein paar für 5 Pfennige konntest du dir da noch was kaufen. Und da gab es auch Wundertüten. Das waren solche DIN A4 große Papiertüten und mit irgendeinem Krimskrams drin. Irgendein kleines Spielzeug oder ein Heftchen oder was weiß ich was. Also, ja, war schön damals. Ne? Kennen die Kinder von heute gar nicht mehr. Supermärkte überfüllt mit Kubikkilometer voller Süßigkeiten. Na, damals war es noch was Besonderes, wenn du dann hier als kleiner Stöpsel, die hier für 5 Pfennige noch hier 2 Kaugummis kaufen konntest. Ne? War eine coole Zeit. Okay, Freunde, darum gibt es hier auch eine Wundertüte. An die guten Erinnerungen, an die guten alten Zeiten, sagt man immer so, die guten alten Zeiten. Darum müssen wir jetzt genießen, denn später mal wird es die gute alte Zeit sein. Obwohl momentan weiß ich nicht, ob das so eine gute Zeit ist. Aber sei es drum. Wir gucken mal hier in die Wundertüte rein. Wir haben hier einen Victorinox mobilen Messerschärfer. Ich glaube, die sollen gar nicht so schlecht sein. Ich muss sagen, ich habe die noch nie ausprobiert. Ich verschenke die immer, wenn ich die kriege. Dann haben wir natürlich wieder von Black Forest Vibes. Ein extrem cooles, fettes Lanyard. Bracelet. Handmade. Black Forest Handmade. Weiter von Victorinox. Das ist so eine Victorinox Wundertüte. Ein Victorinox Schlüssel Lanyard. Und dann haben wir noch was von Victorinox. Das, die Dinger sind wirklich cool. Ein Victorinox Gürtelclip. Die sind echt cool, massiv. Und vor allem, man kriegt die auch dran und wieder weg, ohne den Gürtel auszuziehen. Und da kann man wunderbar Schlüsselbund oder was auch immer dran befestigen. Oder noch mit einer, ich arbeite auch mit einer Schlüsselkette, dass man Schlüsselbund nicht verliert. Das ist ein cooles Accessoire. Wie heißt es? Multiclip Silber. Den nennt es Multiclip. Ja, so. Für den Gürtel. Sehr praktisch für den Victorinox. Ja, und dann natürlich, was haben wir noch hier? Noch ein Markus Reichert Patch und noch ein Tools for Chance Patch. Hauen wir natürlich auch mit rein, weil das ganze Zeug wird ja auch in dem Fall hier wieder von Black Forest Vibes und von TFG gesponsert. Eine kleine Victorinox Wundertüte mit ein bisschen Victorinox Accessoires drin. Ne? Also, wer da Bock drauf hat, Kommentar unten rein, dass ihr Lust habt, hier mitzumachen. Dann lassen wir das wieder laufen und ziehen dann wieder einen Gewinner. Ja, Heiko, du schreibst mir hier schön wieder alle mitmachen und in 14 Tagen lassen wir das Gierkreislauf-Karussell wieder laufen. Also, Freunde,
bleibt schön gesund und frohen Mutes und wir sehen uns zum nächsten Video hier wieder auf dem Kanal. Ciao, macht's gut. Bye, bye.